Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute des guten Geschmacks, zurück zu Eye of Arrows. Mit mir, der Rin Kurano. Wir spielen weiter. Wir haben jetzt Welle 18 vor uns und wir könnten uns noch eine Eisfalle hinzupacken. Ich bin am Überlegen, ob wir sie hier hinschmeißen. Das machen wir mal. Schmeißen sie uns dahin, weil dann kriegen wir sowohl hier eine Verlangsamung. Verlangsamung? Klingt auch lustig. Sowohl hier werden die Feinde verlangsamt, als auch da. Das ist dann schon ganz gut. Aber warum kann ich das dann nicht platzieren? Ach so. Ja. Ja. Nee, dann platzieren wir sie hier. Das ist doch gut. Okay, dann würde ich sagen, Welle starten. Das sieht ganz knorke aus bis jetzt. Ja. Kann man so machen, oder? Ich finde das ganz toll. Die Ballista hier hinten, die macht wirklich viel weg. Und der letzte Rest wird dann hier noch weggeschnitten. Sattala, da war jetzt aber sehr knapp gewesen. So, und jetzt fängt es wieder an. Wir müssen jetzt hier mit einem zweiten Pfad rechnen. Der zweite Pfad, der ist echt ein bisschen doof. Platzieren wir hier. Und wir könnten uns noch die Flagge holen. Gucken wir mal. Wir müssen gucken, wie wir jetzt hier vorangehen weiter. Ich würde ja gerne hier lang bauen. Und hier müssen wir auch wahrscheinlich in die obere Richtung. Mal gucken, wo wir auch hier unten lang gehen könnten. Da müssen wir dann hier, haben aber nicht wirklich Schütze. Hier würde ich gern. Das bringt uns nichts. Bringt uns auch nicht wirklich viel. Hier weiter rüber kann ich nicht. Also kann ich schon. Nochmal ein Brückensymbol aufgegeben. Wo setzen wir den hin? Ich bin dafür, dass wir ihn hier hinsetzen und hier lassen wir das dann alles. Und dann versuchen wir mal hier rüber zu wandern. Mal gucken, ob das funktioniert. Wie ich mir das vorstelle. Welle starten. Ja, hier sieht es ganz gut aus. Wir müssen dann auf jeden Fall hier aufbauen. Ausbauen, nicht aufbauen. Welle abgeschlossen. Wir platzieren, wartet mal, das jetzt umdrehe, ist das dann hier. Das passt. Bringt uns das wirklich Punkte, wenn wir von da aus starten? Ja, wir müssen. Uns bleibt nichts anderes übrig. Wir müssen den Weg verlängern. Zack. Okay, weiter geht's, Welle 20. Das haben wir geschafft. Hier wird's schwierig mit dem Ding. Na, na, na. Ach. So, Karten mit Wasserkacheln können kostenlos übersprungen werden. Oder du erhältst Münzen, wenn du eine Kachel am Rande der Insel platzierst. Karten mit Wasserkacheln können kostenlos übersprungen werden. Wir nehmen das hier. So, den Feuerturm werden wir jetzt hier hin platzieren müssen. Wir müssen uns jetzt eine Bombe abgeben. Da bleiben wir. Bleibt uns nichts anderes übrig. Platzieren. So, und dann den Steinbruch. Zerstört alle benachbarten Kacheln. Das ist ganz gut.
Dann würde ich nämlich... hier rein, auch wenn wir jetzt hier die Straße gerade gesetzt haben. Aber dann kriegen wir die ganzen Wasserflecken hier weg. Doch, das ist gut. So, wir haben noch Münzen übrig. Nehmen wir. Setzen uns das hier hin. Und der Pfad bringt uns... nee, der bringt uns nicht wirklich was. Ne, den kann man so überhaupt gar nicht gebrauchen, weil wenn ich dann hier rüber gehe... der bringt uns nichts. Welle starten. Ja, hier sieht das Ganze schon ganz gut aus. Da bin ich ganz optimistisch. Der Dicke wird jetzt hier auch noch weggemacht. Ja. Sehr gut. Ich lasse ungerne Fahrtkarten weg, aber wir müssen es machen. Uns bringt's nichts. Weil ich jetzt gerade, wo wir sie hinpacken könnten. Hier oben könnte man sie hinpacken. Da. Und dann gehen wir eh hier rum. Das ist gut. Dann kriegen wir auch gleich den Schatz. Was haben wir? Schaue dir die nächsten drei Karten an. Materialien. Feinde lassen 6% häufiger Münzen. Ne, wir nehmen die Materialien. Super. So, die Spitzflagge. Wo wollen wir sie hinsetzen? Hier eine Brücke. Bringt uns nichts. Hier eine Bombe bringt uns nichts. Hier könnten wir es hinsetzen. Dann hätten wir hier gleich die Ecke. Ja, das nehmen wir. Platzieren. Dann nehmen wir gleich noch den Pfeilturm hier mit. Den setzen wir. Am liebsten würde ich ihn hier hinsetzen. Dann kann er gleich beide Seiten machen. Das machen wir. Das ist eine gute Idee. Und dann kann man trotzdem noch hier so rumgehen. Das ist gut. Das platzieren wir. Zack. Der Wachposten. Beim Wachposten müssen wir jetzt gucken, wo wir ihn hinpacken. Setzen wir mal hier hin. Platzieren. Okay. Dann weiter geht's. Welle 22. Ja. Hier haben wir schon mal ein bisschen was gelöst. Sehr gut. Ja, die zwei sind hier ganz schön stark. Ist trotzdem durchgekommen. Zwei Bomben nehmen wir. Sony Eisfalle. Die Eisfalle, die Eisfalle. Werden wir hier hinsetzen. Und einen Pfad. Den nehmen wir mal. Das passt nicht. Könnten uns auch hier rumbauen. Ist gar keine schlechte Idee. Platzieren. Und die Flagge nehmen wir mal nicht mit, aber was macht die? Die macht ja einfach nur die Insel vergrößern. Okay. Welle starten. Also mit der Eisfalle, das war hier schon eine ganz gute Idee. Hier
hier sehe ich auch noch keine Probleme. Bin ich recht optimistisch. Ganz ehrlich, also das sieht schon ganz gut aus. Ja, doch, haben wir gut hingekriegt. So, jetzt müssen wir bloß schauen, dass wir hier vorankommen. Da können wir es nicht hinsetzen. Schade, schade Marmelade. Aber wir setzen es hier hin. Platzieren. Oh, ein Höhenfeld. Sehr nice. Das freut mich. Dann nehmen wir hier den Pfad. Setzen ihn dahin. Den würde ich gerne hier hinsetzen. Der Fallturm ist da noch gut. Der Steinbruch, der kann eigentlich weg. Ah, das ist die falsche Richtung. Nein, der ist die falsche Richtung. Ach. Ah, das ist schlecht. Habe ich umsonst reingemacht. Das könnte aber hier was werden. Doch, da setzen wir ihn ran. Das ist okay. Ein Ballistaturm. Oh ja, den hätte ich auch gerne noch. So, den Ballistaturm. Auf die Höhenlage wäre das natürlich klasse. Können wir aber nicht setzen. Aber da wäre der schon ganz gut, der Ballistaturm. Dann könnte er nämlich die beiden angreifen. Also sowohl hier als auch da. Wir setzen den mal dahin. Brücke brauchen wir so oder so. Oder wir setzen ihn so hin. Dann kriegen. Nee, wir setzen ihn so hin, weil hier kommt ja auch noch eine Straße hin. Da setzen wir ihn hin. Bombe, das ist okay. Steinmetzelt ersetzt angrenzende Türme mit Kanonentürmen. Aha. Kann man nicht machen, haben kein Geld. Aber die Ballista sollte hier auf jeden Fall ordentlich was rausnehmen. Oh, die Ballista nimmt da sehr viel raus. Super, hier. Ja. Sind ein paar ordentliche Brocken bei. Wird knapp werden, wird wirklich... Oh nee, da kommen wir hier durch. Da kommen wir hier durch. Oder? Kommt der durch? Na, der kommt durch. Der kommt durch. Nein! Der kam nicht durch. Ah, wie cool ist das denn? Ah, super. Gut. Steinmetz. Okay. Jetzt angrenzende Türme. Dann setzen wir ihn mal hier hin. Durch Kanonentürme. Den haben wir ja schon, Kanonenturm. Nee, ich will den Ballistaturm will ich ja behalten. Das ist ein Feuerturm. Das ist auch ein Feuerturm. Das ist ein Feuerturm. Platzieren nicht möglich. Dann setzen wir ihn halt hier hin. Bomben müssen wir so oder so irgendwann legen, also. Ja, wir setzen ihn hier hin. Zack, dann haben wir den Kanonenturm. Okay. Den Pfad können wir uns noch holen. Können wir nicht. Mich veralbern. Na gut, dann legen wir ihn hier in den Pfad. Den Pfad können wir uns nicht holen. Okay, Welle starten. Ja, doch, das nimmt schon einiges raus. Ja, der eine kommt durch. Aber der nicht. Okay, super, Welle abgeschlossen.
Wir brauchen wieder Material. Kann man uns nicht leisten. Den Rest möchte ich nicht haben. Gut, eine Ecke. Sinnvoll wäre sie hier, können wir nicht platzieren. Ja, das macht alles keinen Sinn, wo wir sie hinsetzen wollen. Höchstens hier rum. Nee. Nee. Am liebsten würde ich sie da ansetzen, das geht nicht. Doch hier macht es Sinn. Müssen wir eine Brücke ausgeben, ist kein Problem, machen wir. Brücken haben wir genug. Okay, ein Pfeilturm. Müssten wir gleich zwei Bomben ausgeben. Nur für einen Pfeilturm. Hier hinten macht der Pfeilturm noch keinen Sinn. Hier müssten wir auch zwei Bomben ausgeben. Aber da würde ich ihn lieber ausgeben wollen. Ja, machen wir, platzieren wir. Gut, und Welle starten. Hier bin ich ganz entspannt. Da läuft das ganz gut. Wie gesagt, der erste Weg, den wir hier gebaut haben, der erste Angriffspunkt, da müssen wir auf jeden Fall ran. Das haben wir hingekriegt. Und das hier sieht auch ganz gut aus. Okay, also der Feuerturm hier, der hat gut was gebracht. Kann man das eigentlich auch selber wegbomben? Nee. Ein Brunnen, ein Pfad. Wieso kann ich das nicht machen? Kann keine Wege abschneiden, ja. Aber ich möchte gerne das machen. Doof. Du erhältst zwei Punkte, zwei Herzen, sobald der Brunnen vollständig von Kacheln umgeben ist. Okay, das könnten wir eigentlich hier machen. Platzieren nicht möglich. Die mich alle veralbern? Nichts nicht hinsetzen. Ich habe keine Bombe. Ah. Dann setzen wir ihn hier hin. Platzieren. Welle starten. Also hier, da müssen wir noch gucken, wie wir das wieder freikriegen. Jetzt kommt der Priester. Bis jetzt sieht das aber noch gut aus. Doch, das wird was. Ja, der Priester wird weg. Ja, na. Der Priester ist weg. Sehr schön. Und die beiden Dicken werden auch weggeschnitzelt. Super. Welle abgeschlossen. Schön. Freut mich. So, dann gehen wir hier weiter. Kaufen uns noch den Pfad hier. Platzieren. Die Eisfalle können wir nicht. Welle starten. Oh, jetzt kommen hier natürlich ordentlich Massen an Gegnern an. Oh. Und einer kam durch. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Oh, verdammte Axt. Da kommt auch einer durch. Hm, der Priester kommt auch durch. Ja, der Priester kommt durch. Und wir haben einen neuen Weg. Ach, du heiliger Strohsack, ey. So, dann würde ich sagen, werden wir die Eisfalle erstmal hierhin platzieren. So. Platzieren. Und den Pfad. Dorthin. Dann haben wir noch einen Kanonenturm.
Den setzen wir dahin. Platzieren. Super. So, eine Flagge haben wir noch. Setzen wir dahin. Was ist das denn hier? Eine Grabungsstelle. Erhalte eine Kopie der Karre, die hier platziert wird. Ah, okay. Auch neu. Kenne ich noch nicht. So, und dann haben wir hier noch eine Ecke. Eine wunderschöne Ecke, die ich ja gerne hier platzieren würde, aber ich habe keine Bombe. Lieber Entwickler, ich brauche mehr Bomben. Platzieren nicht möglich. Hier ist es möglich, da kann ich aber nicht, will ich nicht. Nee, das macht keinen Sinn. Weiter geht's. Boah, es wird schwierig. Das wird unser Todesurteil, das wird unser Todesurteil. Ja. Der hier wird durchkommen, oder? Nee, der nicht. Hier ist auch keiner durchgekommen. Hier. Oh, da kommt der Priester doch durch wieder. Das sehe ich doch schon. Ja, der Priester kommt durch. Und der Dicke wahrscheinlich auch hier, oder? Ja. Ach, Mann. Verdammte Axt. Gut, Werkstatt. Du erhältst eine Fahrtkarre deiner Wahl, sobald Werkstatt an zwei Wasserkacheln grenzt. Kann außerhalb der Insel platziert werden, ohne Brücken zu bauen. Ah, das ist nice. Bringt mir bloß nichts. Bringt absolut gerade nichts. Also sparen wir das Geld. Der eine kommt hier durch. Ja, der kommt durch. Der kommt durch. Nein! Der Kanonenturm hier hinten hat uns noch gerettet. Das ist ja krass. Aber dafür ist jetzt der durchgekommen. Ja, und hier. Da kommt auch einer durch, oder? Ja, der kommt durch. Niederlage. Schade, schade, Marmelade. Aber wir haben 29 Runden geschafft. Wir haben ein neues Element freigeschaltet. Und zwar den Felsenturm. Super. Sehr schön. Können wir uns das mal alles angucken. Zack. Fortschritt. 29 haben wir. Ja. Haben wir sie bis hier. Ja, das sind die nächsten Kacheln, die wir noch hier freischalten müssen. Bis Welle 39 müssen wir auf jeden Fall kommen. Doch, aber wir haben wirklich viel, viel geschafft, muss ich sagen. Ah. Schade trotzdem, dass wir nicht weiterkommen. Tägliche Abwehr würde mich ja interessieren. Treuhandfonds starte mit plus 5 von jeder Ressource. Treibsand verbreitet sich mit jedem Zug. Oh, das müssen wir ja irgendwann auch nochmal hier machen, ne? Also das würde mich dann interessieren. Da denke ich mal, werden wir uns auch mal mit beschäftigen. Es macht so Laune, das Spiel, gebe ich ganz offen zu. Also ich bin da echt schon ein bisschen gecatcht davon. Mir macht Spaß. Ich hoffe, euch auch, falls ihr nicht nur zuschauen wollt, sondern das Spiel auch mal gerne selber spielen wollt. Unten in der Videobeschreibung sind alle Informationen zum Entwickler, zum Publisher und zum Spiel selbst. Ansonsten, Steam hat es auf jeden Fall, das weiß ich. Und ja, kauft es euch. Kauft es euch, unterstützt den Entwickler. Es ist wirklich ein sehr schönes Spiel, macht mir persönlich richtig viel Spaß. Und ich hoffe, wir sehen uns dann auch beim nächsten Mal. Gehabt euch wohl und ciao. Bis dann.